Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Far Cry Primal. Mit dabei ist wieder der äußerst charismatische Mr. White. Sehr schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir haben in der letzten Folge uns auf den Weg begeben zu unserem Krieger, dem Bruder in Not. Bring Karosch, den Krieger, in dein Dorf. Er bringt dir mächtige Takedowns bei und rüstet dich mit besseren Speeren und Keulen aus. Achtung, Bruder, Udam nah, sie kämpfen mit Venja. Du gehst helfen? Gehst du helfen? Sagen wir mal ja, ne? Wir gehen helfen. Hilf den Venja-Krieger. Oh, da sind böse Leute. Kämpft er schon? Den haben wir erwischt. So. Ja. Alarm, 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 Alarm. Es kommt noch mehr. Das kann so nicht gewesen sein. Nee. Hat er irgendwie gelitten oder so? Ein bisschen krank oder so, ne? Er hat doch nur ein Auge. Siehst du das? Ja. Du bist Venja. Ich bin Karosch. Wir sind Brüder. Guck mal. Hey, was macht er da? Der ist auch krank. Alter, guck mal, wie behaarte Beine der hat, ey. Ach, er will die verbrennen. Mog, nimm mein Auge und mein Sohn. Mog, töten meinen Sohn. Ach, Sünde. Ich kann verstehen, dass er sauer ist, oder? Ja, ein bisschen schon. Wir töten Mog. Ja. Alter, der ist ein bisschen. Bruder, bring die Toten und wir verbrennen sie. Alter, wie er die also ins Feuer wirft. Der Rauch verrät Mog. Wir kommen ihn zu holen. Alles klar, wir verbrennen sie. So. Körper ablegen. Gegner. Mein Tier regelt. Mein Tier regelt sowas von. Oh, die haben schon wieder Alarm geschlagen. Jetzt werden hier noch mehr Feinde kommen, aber ich habe gleich die drei Typen verbrannt und jetzt geht's ab hier. Jetzt geht's los. Das war ein Treffer. Der war hart, wa? Ja. Aber es werden noch viel mehr. Da! Zack. Der hat getroffen. Zack. Ja, auch. Alter, bin ich gut heute. Kopfschuss. Ohne mein Tier da. Du bleibst am Leben, Freundchen. Ich glaube, der kündigt dir bald, ne? Ja. Das ist doch mal was. Ja. Da ist noch mehr. Pfeile! Zack! Das war auch ein Treffer. Keule! So. Ich glaube, die haben Mammut erlegt. Da oben? Zack. Zack. Die haben wohl Angst, dass du ihnen die Beute wegnimmst.
Alter, die haben wir aufgemischt, wa? Ja. Richtig schnell, guck mal da. Er ist auch krass, er ist ja ein Krieger, ne? Mhm. Takar, du bringst mir Stärke. Haben wir gemerkt. Venger sammeln sich im Westen. Gut, ich lehre Venger kämpfen. Sieh gut hin, Bruder. Wir sind sein Bruder. Ich wusste gar nicht, dass ich einen Bruder hatte. Das heißt schon mal was. So. Siehst du, Karosch hat sich deinem Dorf angeschlossen. Wir haben jetzt also einen Krieger im Dorf und das Mammut, das holten wir jetzt. Oh. Bruder in Not abgeschlossen. Nice. Denn Bruder geht ja wohl bekanntlich vor Luder, ne? Ja. So, Bevölkerung plus... Oh. Plus ein. Alles klar. Komm. Hat er gut gemacht, oder? Ja. Das hat er echt gut gemacht, der kleine Süße. Oh, blaue Augen. Wie hübsch. So. Ich würde sagen... Wir... Gibt's denn noch irgendwas? So ein paar Feinde angrabbeln vielleicht? Hier ist noch einer. Aber ich glaube, wenn wir schon mal unterwegs sind, können wir uns auch schon mal... Haben wir Fertigkeitenpunkte? Nein, Fähigkeiten. Können wir uns so... Guck mal hier, wir haben jetzt hier nämlich noch ein Lagerfeuer. Mhm. Da gehen wir jetzt hin am besten. Oder gehen wir weiter nach oben, weil hier oben gibt es nämlich Jacks. Mittel, wollen wir... Nee, oder wollen wir uns erstmal den hier alle holen? Ich würde sagen, ja, ne? Ja. Das ist das erste hier zum Lagerfeuer. Mhm. Dann gehen wir hieran vorbei. Mhm. Und dann gehen wir dahin. Ja. Alles klar. Wenn wir das schaffen, ne? Ich glaub an uns. Wir schaffen das. Wer? Alter! Giftmeister! Alter, was für ein Magger, ey. Hier, was haben wir hier? Das macht Puff und dann bist du benebelt. Ein bisschen Stein? Ja. Ich hasse diese Giftviecher, ey. Holzpfeil. Oh. Mm. Ein Jack. Haben wir Köder? Ja, haben wir. Von hinten links kommen welche. Drei Stück. Ich will das Viech haben. Guck mal, ein Dachs. Das ist kein Dachs, das ist das. Ja, ich glaube, das ist... Den haben wir schon. Haben wir den schon? Den haben wir nicht, oder? Alter, wir haben nichts zum Kämpfen. Ein Bruder, Alter. Alter. So. Mann. Tushi. So. Von hinten kommt noch einer. Da ist er. Zack. Den Heddy gezogen, Alter. Voll den Heddy gezogen. So, wir haben hier eine Höhle, haben wir hier. Guck mal hier. Kleiner Rucksack. Alter. Was versteckt er sich denn so, der Penner? Ich glaube, er hat Angst. Zack. Kopfschuss. Gehen wir in die Höhle. Ich muss dringend herstellen, Alter, aber... Ich habe nichts zum Herstellen. Oh! Wo ist die Bestie? Den haben wir schon, wa?
Ja, siehst du, er hat Angst. Hier ist eine Höhle. Alter, guck dir das mal an. Bisschen Wolfhäuten. Wir müssen eh zum Lagerfeuer, sonst sind wir hier echt verloren. Das ist doch ein Lager hier. Kann man hier nicht irgendwas machen? Ich würde sagen, was brauchen wir denn? Wir brauchen Holz. Alles klar, wir brauchen erstmal ganz viel Holz. Das, Freund? Da ist Feind irgendwo gewesen. Da! Und da kommt noch einer von hinten. Ein Jack. Alter. Was greift der Ficker mich denn an, ey, der hässliche hier? Da sind noch drei. Heilen. Alter. Gib bloß mein Speer wieder her, ey. So. Wir machen uns weiter auf den Weg. Bluttat. Nee, wir gehen hier zum Lagerfeuer, wa? Das ist nämlich direkt auf unserem Weg. Holz. Wir müssen... Du kannst mich mal darauf aufmerksam machen, wenn wir an Holz vorbeilaufen. Ja. Ja, jetzt sehe ich ihn. Das habe ich jetzt selber gesehen. Wir nehmen einfach alles mit hier. Holz, Holz, Holz. Da bist du wohl auf dem Holzweg, wa? Ja. Ist ja ein Viech. Das Viech ist abgehauen, alles klar. Da ist es. Ein Außenposten ist das. Wir haben eine Eule. Guck mal, die Eule. Ja. Ich könnte so ein bisschen aufklären. Und das machen. Okay. Muss er ranschleichen hier? Kriegen wir ihn? Ja. Kopfschuss. In den Hintern? Ist zu weit weg, der Magger. Da ist unser Freund. Der holt ihn sich. Spinnst du, Alte? Die Frau will fliehen. Was für eine Alte. Und noch eine. Zack. Die haben Alarm geschlagen. Die haben Alarm geschlagen. Oh, jetzt kommen wieder ein paar. Hilfe, Tiger! Ist mal meine Katze in Ruhe, Alter? Kopfschuss. Zack, alle erledigt. Nice. Und ich würde sagen, damit beenden wir diese wunderbare Folge Far Cry Primal. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn das heißt, wir schlachten 10.000 Jahre vor Christus. Ciao, Leute.